Es schneit häufig und viel in Montreal in Quebec. Die Winter sind lang hier im Osten Kanadas. 100 Frosttage im Jahr sind normal, bis zu 2 Meter Schnee auch. Etwa 3000 städtische Angestellte stehen mit 2200 Fahrzeugen bereit, um bei Schneefall auszurücken. Ihre Aufgabe ist gewaltig. Alle Straßen und Gehwege der Metropole zusammen sind 10.000 Kilometer lang. Das ist eine Strecke bis nach Peking. Es ist eine gute Arbeit. Ich finde, dass wir etwas für die Gesellschaft tun. Für die Stadt Montreal macht das einen Unterschied. Mit Fräsen wird der Schnee auf LKW geladen, die ihn dann zu Lagerplätzen vor der Stadt bringen. Dort türmt sich die weiße Pracht dann bis auf die Höhe eines 10-stöckigen Hauses. Doch das Ganze ist nicht nur eine gewaltige logistische Herausforderung, es hat auch einen hohen ökologischen Preis. Denn bei der Schneebeseitigung kommen enorme Mengen an Salz zum Einsatz. In den Kläranlagen werden die meisten der aufgelösten Feststoffe entfernt. Wir nutzen eine physisch-chemische Methode, die es uns ermöglicht, die Feststoffe von der Flüssigkeit zu trennen. Aber es gibt Verunreinigungen, die wir nicht fassen können, etwa Salz. Deshalb müssen wir aufpassen, welche Mengen Salz wir einsetzen. 150.000 Tonnen Salz werden bislang jährlich in Montreal gestreut. Über die Jahre sammelt es sich in der Umwelt, über Verdunstung gelangt auch ein beträchtlicher Teil in die Atmosphäre. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir in einer ziemlich kalten Umgebung leben können. Man sieht ja, dass es hier viel schneit. Wir müssen uns daran anpassen. Wir wissen ja, dass, solange wir solche großen Mengen Salz einsetzen, wir ein Problem haben werden. Doch für viele Menschen in Montreal ist Streusalz ein notwendiges Übel. Harmlosere Stoffe, wie etwa Kaffeesatz, haben sich nicht als wirksam genug erwiesen.